Herzlich willkommen bei Notenlesen leicht gemacht von und mit Petra Amersreiter. Viel Spaß! Na, habt ihr es erraten? Genau, Händchenklein war es gewesen. Und hier seht ihr wieder, wie es in der Notenschrift aussieht. Also der erste Block, Händchenklein, hier dargestellt. Dann der zweite Block und so weiter. So könnt ihr wieder Schritt für Schritt verfolgen, wie aus unseren bunten Kugeln hier schwarze Noten in Notenlinien geworden sind. So, jetzt könnt ihr auch, wenn ihr in die Noten guckt, könnt ihr euch auch ohne die bunten Kugeln vorstellen, wie diese Melodien gehen könnte. Also ihr habt hier einen Ton ungefähr in der Mitte. Kommt ein Sprung nach unten, dann ein Stück nach oben. Wieder ein Sprung. Und hier habt ihr sogar ein direktes Stück aus der Tonleiter. Ne? C, D, E, F, G, so wie wir es hier auch vorfinden. Also, wenn ihr in Zukunft auf ein Notenblatt blickt, dann könnt ihr euch schon anhand der Bewegungen der Notenköpfe in den Linien vorstellen, geht die Melodie nach oben oder geht sie nach unten, wie hier zum Beispiel, macht sie Sprünge, zum Beispiel wie hier am Ende, oder geht sie schrittweise. So könnt ihr schon wesentliche Merkmale von den Tonhöhen und von den Melodieschritten herausfinden. So, wenn es euch Spaß gemacht hat, dann bleibt einfach dabei und klickt den nächsten Teil.